Ja, so langsam werden es immer weniger, ne? Hey! Ich bin keine Laborratte, mit der man spielen kann! Naja. Wenn du es so siehst, gerade schon. Und was jetzt? Durch die Tür? Mit Licht nach Möglichkeit? Okay, wir fangen mal hier an einfach. Den hier und dann den muss ich zum Schluss machen, glaube ich. Ah, ich glaube, ich habe das jetzt schon versaut, weil ich krieg den hier jetzt nicht mehr. Ich muss mit dem anfangen. Warte mal. Warum ist das hier kein Problem, aber oben ist das Problem? Das checke ich nicht. Den hier. Dann den. Kann ich erst den hier machen? Ja, okay. Den hier. Den hier. Es macht für mich manchmal nicht richtig Sinn. Ist manchmal nicht konsequent. Nice. Yeah, na geht doch. Jetzt haben wir gar kein Licht mehr. Toll. Gut gemacht. Hier noch einmal schnell gucken. Achso, von hier kamen wir. Ich war irgendwie eben der Meinung, der Kasten wäre außen angebracht gewesen. So, durch die Wand. Aber ich meine, das wird ja das gewesen sein, was er wollte, dass wir den Kasten da machen, weil es gab ja keinen anderen Ausweg. Sonst hätte er uns da nicht hingelenkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so ein Grund zum Feiern war. Dann hinein ins Verderben, ne? Zur Hölle. Die Spiegel. Hier ist noch eine Münze. Nehmen wir mit. Okay, hier ist sonst aber nichts. Dann. Oh Gott. Habe ich mich gerade vor dem. Ich habe mich gerade vor dem Spiegelbild erschrocken. Meine Güte. Was gucken wir denn jetzt? Warum stehen wir jetzt hier so komisch? Oder sonst das nur nochmal aktiv darauf aufmerksam machen, dass jemand hinter den Spiegeln steht. Als hätten wir das noch nicht gerafft. So, und jetzt? Alles andere war zu. Ah, hier ist offen. Weil hier war eben noch zu, oder? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ah, der Labello. Lippenbalsam. Rausgucken können wir nicht. Ach, ich bin blind. Das ist es. Oh, was zur Hölle? Oha. Zentrale. Eine der Zentralen. Oh nein, wir würden uns hier gleich auch verstecken müssen, ne? Das schaffe ich dann doch wieder nicht. Hätte ich so eben auch Bilder machen können? Okay, sie ist potenziell die nächste. Bei den Wannen, wo ich meinte, wie man dann Fotos machen kann. Vielleicht hätte ich das auch auf die Art und Weise machen können. Ich habe das die ganze Zeit einfach nur nicht begriffen. Ja, da hat er schön geguckt, ne?
Scheiße. Hier sind überall Kameras. Hm. Ich habe ein bisschen Angst, dass er uns überrascht, wenn wir hier rumschnüffeln. Was ist, wer ist das da? Und wo ist das? Ich weiß nicht, wo das ist. Sie möchten wissen, was es heißt, ein Mörder zu sein. Waren Sie je im Kunstmuseum im Zentrum? Dort hängt ein Bild von einem Kerl, weiß nicht mehr, wie er hieß. Berühmt. Er malte geschlachtete Kühe, an Haken aufgehängt. Nehmen Sie mal einen normalen Menschen zum Schlachthof mit. Der kotzt sich die Seele aus dem Leib. Selbes Bild als Gemälde. Und plötzlich haben wir Kunst. Die zwei Sachen sind ein und dasselbe. Naja, nicht wirklich. Sehen Sie mich nicht so an. Sie wissen, ich habe recht. Sie verstehen. Ich weiß, Sie verstehen. Man muss etwas machen, das bleibt. Den Leuten ein Gefühl geben, das sie vorher nie hatten. Die Illusion zerstören, dass wir die Zügel in der Hand haben. Denken Sie an Ihre tiefgründigste Tat. Das Schönste, was Sie je erschaffen haben. Und ich verspreche Ihnen, all das ist nichts im Vergleich zum Gefühl, jemanden zu töten. Die Angst des Opfers zu sehen. Die verzweifelten Versuche zu fliehen. All das Betteln, Flehen. Der Augenblick, wenn jemand merkt, es ist vorbei. Dann spürt man es. Das ist wahre Kunst. Das muss man sein. Ein Künstler. Ein Bildhauer. Ein Architekt. Ah. Ihre Augen leuchten, Agent Monday. Mich halten Sie nicht zum Narren? Oh! Ihr Gesicht. Werde ich Ihr Erster sein? Na dann los! Ich bin hier! Der Raum ist schalldicht! Sie müssen nicht einmal auf das Dröhnen eines Flugzeugs warten. Da sind Sie ja. Ich sehe Sie. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Bloße Hände können sich gut anfühlen, ha? Aber die Klinge sorgt für ein hübscheres Bild. Sie haben Potenzial, Agent Monday. Wenn Sie wirklich ein Künstler sein wollen. Oh, oh. Oh nein. Ich frage mich immer, ob er weiß, dass sie da stehen, weil er guckt immer so nach hinten, als wüsste er genau Bescheid. Mach schon! Ich
frage mich, ob die Dialoge oder eben auch in dem, es war ja fast schon ein Monolog, ob das ausgeschmückte Zitate aus echten Vernehmungen sind. Das wäre spannend. Ich glaub's nicht, aber es wäre spannend. Wohin? Ich habe jetzt überall Angst, ihm in die Arme zu laufen. Jetzt ist er ja offensichtlich mehr als aktiv unterwegs. Selbsthilfebücher sind doch für was gut. Ich will da nicht direkt durch. Nee, ich kann nicht. Muss ich? Sehr gut. Ich wollte mich doch einmal umgucken hier. Waren doch noch gar nicht fertig. Von wo kamen wir? Gott, ich habe die Orientierung verloren. Wahrscheinlich sind eh alle anderen Türen zu, ha? Okay, wir kommen von hier, richtig? Nö. Hier hinten ist die Tür. Ich höre sie. Na gut. Komm schon. Quetsch dein Bein. Wer weint denn da schon wieder? Eigentlich muss man jetzt aber bei jedem Spiegel vorsichtig sein, ne? Er könnte ja überall hinter sein. Falls du mich verpasst hast, Michelle, vormittags schreiben 8 Uhr. Ich habe darum gebeten, die Bibliothek oder Musiklounge benutzen zu dürfen, also bin ich wohl dort. Mittagessen Familienzeit 14 Uhr. Können wir im Garten essen? Abends schreiben 17 Uhr. Die Bar sieht wie ein guter Ort zum Schreiben aus. Abendessen 21 Uhr. Manny Sherman, die Bestie von Arkansas, von Joseph Morello. Von Joseph Morello. Ein Tagebuch, das einen frühen Entwurf eines neuen Buches von Joseph Morello enthält. Hinten ist ein Foto von ihm. Joseph ist der Mann, der die Crew auf der Fähre begrüßte und sich als Dumet ausgab. Ah! Das war nicht Dumet auf der Fähre. Nein, nicht blättern. Ich wollte von oben nach unten scrollen. Gibt's noch eine Seite davor? Nee. Aber ehrlich gesagt war ich erleichtert, als ich ging. Sie waren nette Leute, die Stewarts. Wirklich nett. Beide sind jetzt in ihren 70ern. Der Vater ist noch stark wie ein Ochse, weil er beim Militär war, bevor er in die Stadt zog, um sich niederzulassen, eine Familie zu gründen. Die Mutter wurde langsam etwas gebrechlich. Man sah ihr an, dass es sie am härtesten getroffen hatte. Mrs. Stewart hatte mir Kaffee gemacht. Sie erledigte alles mechanisch und ihre Augen wirkten tot. 26 Jahre später leben sie noch in diesem Kokon der Abgestumpftheit, den so ein Unglück mit sich bringen kann. Wir haben viel geredet, es fiel ihnen leicht, über irgendetwas zu reden. Die Nacht, in der es passiert war, die grausamen Details, was sie über ihn dachten. Für sie war es einfach Fakt. Ihre Tochter war einem Serienmörder zum Opfer gefallen. Und das war ihre Welt. Das klingt wirklich gemein. Vielleicht netter formulieren? Mir gefällt der Satz mit dem Kokon nicht. Gibt es eine bessere Metapher? Alles. Es war ein Schock, als sie anboten, mir Marys Zimmer zu zeigen. Ich zögerte, bedankte mich aber und stimmte zu. Es würde dabei helfen, mir ein Bild von Mary zu machen. Ich folgte Mrs. Stewart. Ich spürte, dass der Mord seinen Tribut gefordert hatte, als wir durch das Haus und die Treppe hinauf zu Marys Zimmer gingen. Ihr Mann mied das Zimmer.
Alles war ordentlich aufgeräumt, aber heruntergekommen. Wir liefen über einen abgenutzten alten Teppich vorbei an veralteten Tapeten und Bildern, meist christlicher Art, die eine dicke Staubschicht hatten. Die Belastung und die finanziellen Folgen müssen enorm gewesen sein. Mrs. Stewart hatte seit Marys Tod nicht mehr gearbeitet. Nochmal, das klingt wirklich gemein. Kannst du nicht einfach sagen, dass sie eine harte Zeit hatten, ohne so ins Detail zu gehen? Vielleicht erklären, warum? Fiel es ihr schwer, jemandem gegenüberzutreten? Ihre Hausaufgaben stapelten sich neben ihrem Bett und die Spielsachen und Puppen aus ihrer Kindheit zierten noch die Regale. Was jedoch am meisten auffiel, war ihre Uniform. Sie hing noch vorne im Kleiderschrank, bereit für ihre Schicht im Diner am nächsten Tag. Mary war schmal und klein, nur 1,55 groß und unter 45 Kilo. In der Nacht, in der sie entführt wurde, hatte sie keine Chance. Während ich durch die Stadt fuhr, musste ich immer wieder an ihr Zimmer denken. Milton musste 1995 ein unscheinbarer Ort gewesen sein, aber jetzt ist er fast leblos. Die meisten Gebäude waren mit Brettern vernagelt und die einzigen offenen Läden waren Schnapsgeschäfte, vor denen schon um 11 Uhr morgens Penner standen und tranken. Es war, als wäre die Stadt mit Mary verstorben. Schließlich verblasste Milton in meinem Rückspiegel, während sich das Bild von Marys Uniform in mein Gedächtnis einbrannte. Jetzt gleich Natalie umarmen. Später am nächsten Tag kam ich endlich zu unserem Haus zurück, stolperte über ein Paket, das auf der Türschwelle lag. Es war ein brauner Karton und ich hatte keine Ahnung, von wem er war. Hatte Michelle etwas bestellt? Die Neugierde überkam mich und ich nahm es mit ins Haus. Als ich ihn öffnete, fand ich einen alten Kassettenrekorder und 4 Kassetten. Ich hörte mir die erste an, diese Stimme, unverkennbar. Es war Sherman. Nein. Erwähnen, dass es sich um Interviews handelt? Okay, das war's. Das sind nur die Seiten. Ich dachte gerade kurz, das wäre ein Spiegel. War gerade kurz irritiert, dass wir da durchgehen können. Ohne Puppe. Ich mag Puppen doch nicht. Bethany. Okay. Leg das Ding wieder weg. Ist das kein Geheimnis gewesen? Connie. Hund oder Katze? Kate hat einen Hundenapf mit dem Namen Connie gefunden. Eine Zeichnung? No. Bitte hör auf zu weinen. Bitte auf zu weinen, Mama. Dann wissen wir wohl, wer da weint. Arkansas diese Woche. Die Leiche der sogenannten Bestie von Arkansas wurde von mutmaßlichen Grabräubern aus ihrem Grab entfernt. Der berüchtigte Serienmörder, dessen richtiger Name Manny Sherman ist, wurde Anfang dieses Monats hingerichtet und seine Überreste auf einem nicht näher bezeichneten Friedhof in Springdale, Arkansas, beigesetzt. Ein ranghoher Polizeisprecher der örtlichen Strafverfolgungsbehörden erklärte auf einer Pressekonferenz: Wir glauben, dass es sich um das Werk von Serienmörderfanatikern handelt und gehen verschiedenen Spuren nach. Wir gehen davon aus, dass mehrere Verdächtige beteiligt sind, schließen aber nicht aus, dass es sich um eine Einzelperson handelt. Obwohl die Ruhestätte nicht bekannt ist, kursieren seit Shermans Hinrichtung Gerüchte in Online-Foren für Serienmörderfans. Von der Presse über solche Online-Gruppen befragt, fügte der Sprecher zu: Diese Leute, die sich als Fans von Mördern bezeichnen, sind wirklich dumm. Wenn sie sich der verabscheuungswürdigen Details solcher Verbrechen bewusst wären, so wie wir in der Strafverfolgung, würden sie ihre Glorifizierung derart abscheulicher Verbrecher überdenken. Die Polizei weigerte sich, den Namen des Friedhofs gegenüber den Medien zu bestätigen. Ich muss meine Brille aufsetzen, wenn wir Games spielen, wo ich viel lesen muss. Konzentration. Aber ich kenne den Code doch nicht. Ich kenne den Code noch nicht. Wir haben ihn noch nicht gefunden. Ich kann ihr Stift nutzen, um herauszufinden, was auf dem ausgerissenen Papier geschrieben stand. Ah!
Das ist ein guter Hinweis. Eins, neun, 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 okay. Eins. Neun. 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 Ein bisschen Angst vor dem nächsten Jumpscare. Ich befürchte, dass sie uns alle nach und nach draufgehen werden. Bin ich ja mal ganz ehrlich, ne? Geheimnis gefunden. Mrs. Morello Animatronic. Weibliche Animatronic. Echte Körperteile wurden bei der Konstruktion verwendet. Es ist die Frau von dem Urlaubsfoto. Die Frau ist Michelle Morello. Sie wurde von Dumet ermordet. Ich war darauf vorbereitet, habe mich trotzdem erschrocken. Der lebt noch? Ich dachte, der wäre draufgegangen. Oh, aber hatte sie nicht geschrieben hier, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, die gestorben ist, dass es Charlie ist? Aber Charlie... Nö? Aber warum lässt er uns jetzt raus, ist ja die Frage. Er wird ja wissen, dass wir nicht tot sind, oder? Oder dass er nicht tot ist in dem Fall. Das wäre natürlich der super Twist, wenn die beiden unter einer Decke stecken würden, ne? Seine Karte. Das war aber nicht die Karte. Oh, eine Münze. Wir finden so viele von den Münzen, ne? Aber wir haben so wenig Möglichkeiten, die auszugeben. Niemand. Hier ist zu. Das kann ich nicht bewegen. Ich dachte, ihr könnt da vielleicht durchkrabbeln. Auf der anderen Seite, was will ich in der Zelle? Beim anderen Ausgang gibt es doch auch nicht, oder? Nee. Können wir das Ding hier echt nicht? Doch, wir können das schieben. Jetzt können wir da rein. Das ist gar keine Zelle. Das Ding hat Ausgänge. Aber wir haben mit ihm kein Licht, ne?
böse. Warum höre ich leicht einen Herzschlag? Jetzt nicht mehr. Okay, legen wir den mal um. Na geht doch. Nicht. Bitte! Bitte! Ich tue alles! Ich weiß nicht, ob ich ihn anfassen sollte. Hallo! Moment! Ich bin dabei! Verdammte Scheiße! Nein, eigentlich möchte ich keinen Knopf drücken. Andererseits bin ich neugierig, was passiert, wenn ich einen Knopf drücke. Ich bin sehr neugierig, aber es kann nichts Gutes sein. Ah, könnt ihr gucken? Ich dachte, es gibt eine neue Vision. Es kann nichts Gutes sein, egal welchen Knopf wir drücken. Aber ich möchte es wissen. Automatisierte Müllbeseitigungseinheit. Quetschkraft. Ich kann gar nicht mehr reden heute. 2000. Oh, was ist das für eine Einheit? Die kenne ich leider nicht. Betreten verboten. Das Fahren auf dem Förderband kann zu schweren Verletzungen führen. Verhedderungsgefahr. Unbedingt befolgen. Ausschalten und verriegeln. Abstand zum sich bewegenden Bein halten. Band. Es ist schon spät. Evakuierung über die unmittelbaren Notleitern. Vorsicht, das Förderband kann ohne Vorwarnung anlaufen. Okay. Dann sollten wir uns da vielleicht nicht dran zu schaffen machen, ha? Sagte sie und drückte auf den Knopf. Na, dann mal los. Ja, ich glaube nicht, dass das unser Ausweg ist. Ich glaube, es ist unser Ausweg. Was liegt da noch? Das habe ich eben gar nicht gesehen. Federal Bureau of Investigation. Justizministerium. FBI-Marke. Na gut, hier hängt ja auch eine FBI-Jacke ganz groß. Ah, ich will da auf den Knopf drücken, aber eigentlich will ich auch nicht... Also prinzipiell war er ja eh schon tot geglaubt, ne? Sprich, wenn wir jetzt mit in die Luft gehen. Nein, wir drücken nicht aufs Knöpfchen. Nein! Bitte! Lass sie in Ruhe! Oh, okay. Sie haben keinem weh getan. Lass sie in Ruhe. Wir tun, was du willst. Bitte! Bitte! Ich tue alles! Okay, das ist das, was wir eben gehört haben. Gut, bei den Knöpfen ist nichts passiert. Alright. Dann treten wir unseren Fluchtweg durch die Müllpresse an. Hoffentlich werden wir nicht zerquetscht. Oh Gott. Gott sei Dank. Oh oh. Oh nein, bitte müssen wir uns nicht verstecken. Ja.
wenn der was vorbeiwirft, ne? Der reißt uns doch mit. Wundert er sich nicht, dass sie besser läuft? Das sind unsere Taschen. Das waren, glaube ich, unsere Taschen. Ja. Ja. Der weiß das doch schon wieder. Kannst du mir nicht erzählen? Einen Ausweg. Shit! Ich bin's! Hier rein! Sei Dank. Was zur Hölle ist das? Auch schön, dich zu sehen, Kate. Du lebst noch. Hör mal, ich habe was Neues herausgefunden. Was? Der Kerl auf der Fähre, das war nicht Dumet. Das war Joseph Morello. Verfasser von True Crimes, hab eins seiner Bücher entdeckt. Was hat er mit all dem zu tun? Keine Ahnung. In einem der Schlafzimmer, da war eine Leiche, eine Frau. Sie wurde enthauptet. Das war Joseph Morellos Frau. Hab ein Foto von ihr gesehen. Ihr Name war Michelle. Wir sind also nicht die ersten Opfer. Hast du Mark gesehen? Nein. Ich hab Dumet gesehen. Er schleicht herum. Eine knappe Kiste. Scheiße. Was ist das hier alles? Er hat Videoübertragung, Aufnahmegeräte, ein Mischpult für unzählige Mikros. Er sieht einfach alles. Nicht nur das. Hier kommen Leitungen zusammen, Schalter, Hydraulik, Strom, alles. Von hier aus steuert er das ganze Gebäude. Wie weit geht das runter? Das ist alles verbunden. So spuckt er durch das Haus. Boah, krass.